Da bin ich wieder und ich habe mir auch gleich was zu trinken geholt. Ist Gronkh jetzt fertig? Nee. Nee, der ist noch nicht fertig. Und weil er geht arbeiten, das ist sehr schön, aber... Wo ist die Lissy? Wo ist die Lissy, Alter? Wo ist die denn? Ich will das wissen. Die kann doch nicht weg sein. Was? Im Pool nackt baden. Kann er ja gleich mal machen, wa? Obwohl, wenn ich nachher wieder nach Hause komme, ob ich Gronkh nackt sehen will, das will ich auch. Das. Lissy! Da ist sie ja, da ist sie ja. Da... Wo komme ich auf einmal her? Lissy! Hey! Freundlich. Kontakt knüpfen. So, und der Gronkh, der kann ja eigentlich auch mal her. Die begrüßen einfach. Schmusi einladen. Ach so. Oh. Discoa. Huh. Goa. Sakami. Wir haben so viel gemeinsam. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Ach so, natürlich. Die können ja ein bisschen plaudern einfach. Bekannte. Finde, dass Gronkh okay ist. Eigentlich soll ich mit mir mal ein bisschen interagieren mehr, weil alter Freund ist ja auch... Naja. Freundlich, plaudern, freundlich, Tag verschönern, freundlich, Kompliment über Haus machen ist immer gut, über Tapferkeit, so. Na, mit Kochkunst prahlen, nee. Das eine Karrierefrau. So. Der Rumpel. Kontakt knüpfen. Danach kann er ja spielen. Rumblödeln. Freundlich anschmiegen. Das ist ja auch mal schön. Freundlich beschnüffeln. So. Vor allem, die unterhalten sich, die Lissy und der Rumpel, die unterhalten sich auf dem Klo. Das ist ja auch mal... Du hast nicht nur unglaublich schnell gelernt, wie man Fisch und Chips zubereitet. Also der hat wirklich extremst schnell gelernt, wie man das zubereitet. Also das ist schon mal nicht gelogen. Auf jeden Fall. Sondern zauberst auch noch eine besonders köstliche Variante auf den Tisch. Streiche deine Belohnung ein und freue dich über deine verbesserten Kochfähigkeiten. Sie werden für deine weitere Karriere noch sehr nützlich sein. Schön. Das freut mich. Alter, wie schnell sich Lissy eben gedreht hat, Alter. Ja, geh erstmal kacken. Oh, er muss kacken, du.
Kabel gezehrt, wa? Nicht gut. Was machen die denn hier? Was soll denn das hier jetzt? Die sollen noch Kontakt knüpfen und spielen und was weiß ich nicht alles. Und wie sieht das eigentlich aus mit bekannter Hund? Ich muss versuchen mal. Ach, bei guck. Was macht der Gronkh? Ach ja, da steht er einfach rum. Warum steht er da einfach rum, Alter? Das geht doch nicht. Eigentlich kann er ja auch mal nackt baden, ne? Wieso kann er nicht nackt baden, Alter? Wieso geht das nicht? Reinsteigen. Nackt baden. Hey, schön. Das wollte er ja eh machen. Und dich freundschaftlich umarmen. Das kann er auch mal machen. Gehaltserhöhung bekommen. Kann er vielleicht auch mal machen. An zwei Tagen? Na, ich weiß auch nicht. Aber dann muss ich ja auch nicht, denn werde ich wahrscheinlich nicht da sein. Weil sonst könnte er ja nicht nackt baden, wegen Kinder und so, wie ist der da? Ja. Der Rumpel. Achso. Alter. Habt ihr das gesehen eben? Wie der mich anguckt. Alter, ich hab Gänsehaut gerade. Alter. Einfach mittendrin mal. Alter. Das sozial? Freundlich? Anschmiegen. Freundlich. Was? Kontakt knüpfen. Freundlich beschnuffen. Und dann können sie auch mal spielen. Alter. Bekannter Hund. Gronkh Ranger hat soeben nackt im Whirlpool gesessen. Diesen ausgelassenen Moment wird er nicht so bald vergessen. Na gut, im fremden Pool nackt baden, das ist eigentlich eine Unart, aber... Wenn er schon das Achievement hier hat oder hatte... Ja, will sich ein Whirlpool kaufen. 1250. Oh! Wir haben eine Schnapszahl. Wir haben... Haben wir wirklich eine Schnapszahl? Moment, ich muss da mal gucken gerade. Jo, wir haben eine Schnapszahl. 2222 Simoleons haben wir. Mensch, das ist ja schön. Dann können wir das ja mal machen. Wenn wir wieder zu Hause sind, heißt das. Ja, Gronkh badet immer mit Pixeln einfach. Die Pixel holt er einfach aus dem PC raus und legt die sich mit im Pool. Das ist, macht er immer so. Kann er ein bisschen Pixel schubsen. So. Der Rumpel. Das sieht eigentlich ganz gut aus, bekannter Hund. Weil die müssen sich ja, die sollen sich ja auch richtig schön verstehen. Und weil ich da noch was vorhabe. Und da wäre schon nicht schlecht, wenn sie sich gut verstehen würden. Wo ist denn der Walle? Der ist ja arbeiten, ja. Der Gronkh, der ist ja im Pool. Und hat sein Gehänge in... Naja. Alter, wieso hat er denn eigentlich einen Fisch an der Wand? Das stinkt doch.
Und die Alarmanlage, die ist am Fenster dran. Das, Alter. Das ist doch ungesund. Das stinkt doch an der Wand. Wenn man einfach mal so einen Fisch dran hat, einfach. Wer ist denn da draußen? Achso, der hängt hier rum. Siehste. Oh, die Mülltonne schwebt. Die schwebt ja einfach mal so rum, die Mülltonne. Das ist ja gesund. Bin ich denn oben oder was? Ich weiß es nicht. Bin ich am Zocken oder so? Oder schlafen? Oder keine Ahnung? Oder ich weiß es ja nicht. Kann der Rumpel eigentlich mit Lissy eine Gruppe gründen oder so? Oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Könnte man ja vielleicht mal ausprobieren. Aber vielleicht müssen sie sich ja besser kennen. Ich weiß es ja nicht. Spezial. Nee, spielen. Hm. Mal gucken. Oh. Oh nein, zwischen dem Küchenkonditor und den Susia ist ein Streit darüber ausgebrochen, wer den letzten Ketchup aufgebraucht hat. Soll Sarazar in den Streit eingreifen oder einfach zusehen wie alle anderen auch? Oh, ich würde eingreifen. Sarazar schafft es, die beiden Streithähne voneinander wegzuziehen. Dabei wird er jedoch über mit Ketchup besudelt. Der Chef und die Kollegen sind schwer beeindruckt. Hey, schön. Der wird ja dann bestimmt bald befördert wieder, wa? Das kann passieren. Was? Agnes Knautschgesicht, wiss? Wieso sind die denn so komisch umrahmt? Muss ich das verstehen? Nicht, dass er denn... Naja gut, wenigstens ist es eine Frau, aber... Nicht, dass er die noch liebt oder so. Sein Auto hat er sehr gerne. Freunde fürs Leben, sehr schön. Den Rumpel mag er auch gerne, sehr. Das ist schön, das freut mich. Wie sieht es eigentlich mit der Lissy aus? Ah, es geht. Dann muss er noch arbeiten. Ja, bis 21 Uhr, das geht ja noch. So. Achso, der ist ja immer noch nackt baden im Pool, das... Die Mutti, die ist doch oben, ne? Ach nee, das ist ja der Dings. Der immer vom Stuhl fällt. Ja, der kann einfach mal weiter mal nackt baden, das stört ja nicht. Das war ja dann verschrumpelt wie eine alte Rosine, aber das ist ja nicht schlimm. Herumblödeln. Freundlich. Das Spielen rumblödeln ist ja schön. Aber das macht er ja schon. Dann würde ich erstmal... Jagen ist auch mal nicht schlecht. Wieso ist die jetzt in der Küche? Wollen die sich jetzt ein Brötchen schmieren oder was? Wir fanden sehr untypisch eigentlich.
wieder noch herumblühen. Oh. Wo ist ein Grom gerade? Der ist ja wieder rausgestiegen. Aber schon, weil ich wieder zu Hause bin, oder? Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Weil ich muss dann ja auf dem Gelände sein irgendwo. Weil sonst sagt er ja, Mensch, kannst du so nicht machen. Ne. Mein Vater zockt an meinen Laptop. Das, ich glaube das ja auch nicht. Naja. Die Familie werden wir auch bald mal wieder spielen. Aber erstmal will ich das schaffen mit Lissy und mit Lissy und Rumpel, was ich vorhatte. Und könnte noch ein paar Folgen dauern. Oder ein paar Aufnahmen, sag ich mal. Ich weiß ja nicht, wie lange ich jetzt noch aufnehmen kann. Weil die Festplatte, die ist ja auch begrenzt. Sag ich mal. Wie sieht denn der Gronkh überhaupt aus? Der ist ziemlich müde, muss ich sagen. Der kann einfach mal nach Hause. Der Rumpel, der bleibt noch hier. Alter, was geht denn mit Lissy nicht? Die sollen doch... die sollen doch spielen. Wieso kann er da keine Aktion machen? Das ist... Er ist auch ziemlich müde, ne? Hm. Der Gronkh müsste ja wieder zu Hause sein, der hat ja nicht weit. Hm, was macht der Gronkh denn da? Na, schlafen wir ein bisschen. Ach, der kann auch ein paar Let's Plays machen. Dann... geht's ihm jetzt wieder gut. Und ah, der Rumpel, der Rumpel, der Rumpel. Ach, bin auch wieder zu Hause, ist auch gut.